Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA und heute wieder zu einem Update. Fred Hauen, meine Anlage, was hat sich getan, was hat sich verändert? Es sind wieder coole kleine Sachen dazugekommen. Wir sind ja jetzt in der Phase, wo ich Details ergänze, wo ich versuche, immer dänischer zu werden, einfach vom Eindruck. Das heißt, die Zielstellung ist, dass die Anlage am Ende wirkt Dänemark Anfang der 1980er Jahre. Und da arbeite ich momentan dran, indem ich immer weitere kleine Details ergänze. Das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Ich habe dazu auch mal hier vor mir liegen, zeige ich euch gleich, eine ganze Reihe von Artikeln von Kleinserienherstellern, die ich in letzter Zeit hier verbaut habe. Und vielleicht ist da für den einen oder anderen von euch auch was dabei, wenn ihr eine ähnliche Zielstellung mit der Anlage habt. Oder die Hersteller haben ja auch noch Dinge, die nicht in Dänemark spielen, sondern zum Beispiel in Deutschland. Aber die haben sich bisher, zumindest bei mir, mit einer sehr hohen Qualität ausgezeichnet. Wie immer bei solchen Dingen, ich bekomme da nichts für. Das heißt also, diese Hersteller habe ich komplett mit normalen Endkundenpreisen bezahlt. Ich bekomme da jetzt auch keine Rabatte deswegen oder sowas, sondern das ist einfach meine Erfahrung, die ich mit euch hier teile. Und es ist jetzt kein Werbevideo oder ähnliches, sonst würde ich das natürlich für euch kennzeichnen. Apropos Werbevideo, ich habe jetzt von euch einiges an Feedback bekommen zu diesen Getränken, die hier immer stehen. Das ist genauso, ich bekomme da auch nichts für. Tatsächlich hatte ich das mal irgendwann angefangen, einfach hier ein Getränk stehen zu haben, falls ich in einem Videodreh hier einen Schluck zu trinken brauche. Und ja, es ist ja inzwischen so eine Art Running Gag geworden. Sollte sich jetzt allerdings ein Getränkehersteller unter euch befinden, der zu viel Geld hat und gerne hier im Video werben möchte, hier wäre Ihre Werbefläche, vorausgesetzt, das Ganze schmeckt. Ja, also bei mir gibt es hier nur leckere Getränke und auch eigentlich nur Getränke aus Glasflaschen, weil die natürlich deutlich besser sind für die Umwelt und für uns alle als Plastikflaschen. Also, das ist keine Werbung, das ist einfach nur was zu trinken. Ich habe hier eine kleine Liste gemacht, damit ich diese ganzen Themen mal nicht vergesse. Ja. Apropos Werbung, jetzt kommt echte Werbung und zwar für einen sehr, sehr coolen Kanal. Michael Schulz, Modelleisenbahn. Kennen vielleicht einige von euch. Da geht es auch um das Thema Märklin, anders aufbereitet als bei mir. Und zwar hat der Michael selber auch eine Märklin-Eisenbahn gebaut. Wenn ihr den Kanal kennt, wisst ihr jetzt, worum es geht. Wenn nicht, schaut einfach mal rein. Auch unter dem Video verlinkt. Michael hat da sehr interessante Erfahrungen gemacht und spricht da mal in einem ganz anderen Stil über die Firma Märklin zum Beispiel und seine Erfahrungen, als ich es hier tun würde. Ich versuche in meinen Reviews, wenn ich Log-Reviews mit euch mache, alle Hersteller immer gleich fair zu behandeln. Ja, das heißt natürlich auch, dass ein Hersteller, der jetzt mehr Logs herstellt und vielleicht deswegen auch mehr Fehler macht oder weniger Logs herstellt und deswegen weniger Fehler macht, die werden natürlich von mir anders gewertet dann. Ja. Ich lasse auch den Preis da immer noch mit einfließen und in gewisser Weise auch das Alter des Modells. Das heißt also, dass ich jetzt nicht die gleiche Erwartungshaltung habe an ein älteres Modell wie an ein nagelneues zum Beispiel. Ich versuche trotzdem, alle da immer fair zu behandeln. Deswegen finde ich es immer umso spannender, die Kommentare teilweise, die ich von euch bekomme. Ich finde das alles super. Ich tausche mich super gerne mit euch aus. Es geht mir aber echt nicht darum, irgendeinen Hersteller niederzumachen oder zu bashen oder sowas. Definitiv nicht. Ja. Ich versuche wirklich hier ganz fair das zu betrachten. Und wenn ich sage, so eine Köf wie neulich von Märklin, da ist halt das Bild in der Werbung, hat mit dem Originalführerhaus nichts zu tun, dann ist das jetzt nicht als Bashing gedacht, sondern das ist einfach meine Feststellung und ich finde es nicht okay. Ja. Also, aber schaut gerne mal rein. Bei dem Michael, der hat einen sehr, sehr coolen Channel. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Und jetzt schauen wir uns doch mal hier die Dinge von den kleinen Herstellern an, die ich euch mitgebracht habe. Und da fange ich mal mit einem an, den vielleicht viele von euch noch kennen. Und zwar IGRA. IGRA Models. Die kommen aus der Tschechischen Republik. Sind da ein extrem großer, extrem bekannter Hersteller, machen ganz, ganz viel in H0 und TT, ich glaube aber auch in N. Und von IGRA bin ich überzeugt, weil sie sehr, sehr günstig sind im Verhältnis zu deutschen Herstellern. Also das hier ist ein Soundset, habe ich euch auch schon ein paar Mal live gezeigt, sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir den Rundflug machen.
Damit könnt ihr, wenn ihr die Bodenplatten mitverwendet, so einen Gartenzaun um ein Haus rumbauen. Wenn ihr die Bodenplatten nicht verwendet, könnt ihr natürlich vollkommen frei sein. Ihr habt Holz plus hier einen sehr filigranen Maschendraht, den ihr schön bemalen könnt. Und wenn ihr dieses Set hier seht, das kostet bei Modellbahn Union, ich glaube, 3 Euro. Ein bisschen weniger als 3 Euro. Im Verhältnis zu dem, was man bei anderen Herstellern, großen deutschen Herstellern bekommt, an Zaun, ist das hier spottbillig und dafür richtig gut. Es gibt von Ikra noch ganz, ganz viele andere Lasercut-Sachen. Kann ich nicht alle beurteilen, aber das, was ich bisher hatte an Lasercut von Ikra-Models, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist meine Erfahrung. Also Ikra, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, traut euch ruhig mal. Mich hat das überzeugt. Dann kommen wir noch mal zu einem Thema, wenn es wirklich rein dänisch sein soll. Hatte ich neulich schon mal vorgestellt, Epoche-Modeller. Hier mal zwei Beispiele von denen, was die machen. Das ist jetzt wirklich speziell dänisch. Also das sind die dänischen Briefkästen und das sind dänische alte Telefonzellen aus der Epoche 3. Die haben noch ganz, ganz viele andere Dinge. Die haben auch Olsenbanden-Auto, Olsenbanden-Figuren. Sie haben so ganz, ganz viele Tuborg-Bierlaster, sehr, sehr viel zum Thema natürlich der dänischen Staatsbahn, aber auch der Post. Sie haben aber auch deutsche Sachen, also deutsche Bundespost und sowas. Nicht ganz preiswert, aber dafür individuell, Sachen, die man sonst nirgendwo bekommt. Also kann ich im Allgemeinen auch empfehlen. Manchmal muss man die Details noch ein ganz bisschen nacharbeiten. Habe ich euch aber auch unten verlinkt, dann kommt ihr in den PDF-Katalog der Firma und könnt mal gucken, was die alles so haben. Wie gesagt, ist nicht nur Dänemark. Aber auch klare Empfehlung von mir. Macht Sinn und Spaß. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight des Videos. Das hier. So, das sind Messing-Ätzteile und hier seht ihr schon von der Firma Realmodell. Und die Firma Realmodell, die bietet jetzt nicht nur solche dänischen Signale an, wie ihr sie hier seht. Das sind nämlich original dänische Signalarme, insbesondere auch hier der zweite da für Langsamfahrt quasi. Ja, so sieht er da in Dänemark aus. Vielleicht auch nicht so bekannt, deswegen unten verlinkt. Ihr werdet gleich auf meiner Anlage diese hier im Einsatz sehen. Ich habe nämlich meine Märklin MFX-Signale umgebaut. Und da habe ich erst überlegt, machst du ein tolles Umbauvideo? Das war jetzt so easy. Das erkläre ich euch gleich, wenn wir da sind, wie man das macht. Das dauert, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, keine Viertelstunde. Und dann habt ihr das. Da brauchen wir kein Bauvideo zu, weil das sind zwei Bauschritte. Aber von mir ganz, ganz klare Empfehlung für die Firma Realmodell, auch wenn sie sehr unbekannt ist. Auch für den Kontakt, denn eigentlich kriegt ihr hier diese Signalarme gar nicht so einzeln, zumindest bisher nicht, vielleicht in Zukunft, denn man kann damit wunderbar MFX-Signale von Märklin umbauen, von Bundesbahn auf andere europäische Länder. Und dann fast zum Abschluss habe ich hier nochmal was für euch. Da habe ich jetzt hier zwei leere Packungen. Da schauen wir uns nämlich gleich mal die Originale an. Und zwar ist das eine ein Strommast von dieser Firma Kluber Modellasto Kolejove oder Kolejove. Ich kann das nicht aussprechen, aber ihr seht es hier. Und dann eben passend zu diesem Strommast noch einen passenden kleinen Faden. Und der ist richtig cool, denn damit kann man wunderbar so kleine Stromfreileitungen wirklich zeigen. Habe ich beides erworben bei der Firma, hier steht das auch, Kotol Modellhobby. Lieferung ging auch angenehm schnell, übrigens in allen diesen Fällen hier, ja. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ihr seht gleich, wie es im Original aussieht. Ich bin davon sehr überzeugt, auch wenn ich noch nicht weiß, ob der Weg, den die Freileitung gerade nimmt, schon der richtige ist. Und last but not least, vorgestellt letztes Jahr, hier noch ein Exemplar, was ich noch bauen muss, von der Firma Danscale. Ist auch ein ganz kleiner Hersteller,
Resin-Modelle auch nicht ganz preisgünstig, aber das liegt einfach an der kleinen Anzahl. Und wirklich original norddeutsch bzw. dänische Vorbilder in einem ganz hohen Detaillierungsgrad. Sehen wir ja gleich auch nochmal, bin ich auch super überzeugt von, kann ich euch noch ans Herz legen, unten drin. Die schauen wir uns jetzt alle mal live an, diese ganzen coolen Sachen. Und ich nehme euch mit nach Friedhauen. Starten wir den heutigen Rundflug über Friedhauen. Und ihr seht schon hier links den ersten Teil, den ich neu hinzugefügt habe. Die Freileitung, die hier an der Landstraße nach Friedhauen reinführt. So sehen diese Masten aus, von denen ich eben gesprochen habe. Und ich finde, jetzt habe ich natürlich ein ganz kleines Problem hier mit dem Fokus, dass er den Mast auch nimmt, weil der natürlich sehr klein ist. So sieht er aus. Seht ihr diesen Detailgrad? Also ich bin da wirklich extrem überzeugt von. Und gerade auch diese Freileitung hier, denn ich habe bisher nur zwei installiert an den Vieren. Seht ihr, wie schön die in gespannt hier tatsächlich weitergeht zu dem nächsten Mast. Finde ich super. Also hätte ich auch nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Aktuell habe ich die Leitung jetzt eben beginnend hier, gehe hier rüber, da weiter bis da. Und da dann vom Gedanken eben ja, unterirdisch zu den Häusern. Was jetzt wahrscheinlich die richtigen Bahnprofis von euch beantworten können, ist das überhaupt zulässig, dass ich hier quer über eine Bahnstrecke, also eine ohne Strom natürlich, ganz, ganz wichtig, also ohne Oberleitung, hier eine ja, so relativ tiefe Leitung rüberführe. Also das Lichtraumprofil für die Bahn ist hier definitiv eingehalten, Platz ist da genug, aber es kommt mir doch ein bisschen spanisch vor. Also Feedback von euch da herzlich willkommen. Ansonsten bin ich wirklich überzeugt von dieser Leitung. Gibt dem Ganzen einfach nochmal einen anderen Eindruck, wenn man hier so reinguckt. Ich hatte es ja gesagt, ich versuche so die letzten Quäntchen an Realismus reinzubringen und da gehört für mich so eine Leitung hier eben absolut dazu. Gerade wenn ihr jetzt hinten auch noch an den Himmel ranguckt, wie das dort aussieht. Links das Meer. So macht der Blick doch wirklich Spaß. Ja. Ihr seht hier im Vorbereich der Anlage direkt auch schon ein Haus von der Firma Danscale. So sehen die aus. Detailgrad hängt natürlich von euren Baukünsten ab bei einem Resin-Modell. Das heißt also, je nachdem, wie das Ganze dann aussieht, aber es hat eben diesen typischen dänischen Touch. Und hier haben wir schon den nächsten Kandidaten. Und zwar sieht der Arm für das Signal von Realmodell so aus, wenn man ihn verbaut hat. Jetzt haben wir ihn auch im Fokus. Und das kommt dem dänischen Original sehr, sehr, sehr nah. Und so jetzt auch nochmal von der anderen Seite. Da sieht man auch schön die 3D-Struktur auf der Rückseite des Arms. Und der ersetzt jetzt tatsächlich einfach den Märklin-Arm. Ich zeige euch das gleich bei dem anderen nochmal, wie das dann im Detail wirklich funktioniert hat und ausgesehen hat. Wir haben ja noch einen zweiten. Hier kommen wir jetzt erstmal zum Ende der Freileitung. So endet die jetzt gerade hier mit so einem kleinen Stromkasten dort unten. Ob das jetzt wirklich realistisch ist, weiß ich nicht. Ich habe noch so kleine Elemente, die ich an die Gebäude hier ranbauen kann, um die Leitung dann direkt zum Gebäude zu führen. Das wäre so der nächste Schritt. Und hier seht ihr jetzt auch schon wieder ein paar kleine Details von der Firma Igra Models. Diese leeren Kabeltrommeln hier. Und auch von Igra
diese kleine Europalette dort. Wenn wir jetzt nach vorne zum Bahnhof fliegen, haben wir hier ein paar Details von der Firma Epoche Modeller. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel diesen dänischen Briefkasten und die moderne dänische Telefonzelle hier links im, oder hier jetzt im Bild im Zentrum. Und dann noch eine kleine Sache von der Firma Kotol, die ich eben noch vergessen habe. Das sind diese kleinen Postsäcke hier. Und da bitte beachten, dass es sich um original dänische Postsäcke handelt, auch vom Druck her. Das heißt, wenn wir hier mal ein bisschen rausgehen, um die Details besser raufzubekommen, das sind original dänische Postsäcke. Ist wirklich hervorragend umgesetzt und natürlich hier für meine kleine Postfiliale eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt kommen wir mal hier zu dem Signalarm. So sieht das Ganze dann nämlich aus, wenn man das hier anbaut. Und im Endeffekt müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, als den original Märklin-Signalarm abzubauen. Das könnt ihr zum Beispiel mit einer kleinen Kneifzange machen, dass ihr den hier wirklich dann abbauen würdet. Hier noch mal ein Stück raus. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt ganz, ganz einfach hingehen und den rot angemalten, von dem Ätzteilträger getrennten Signalarm von Realmodel mit einer kleinen Prise Heißkleber aus der Heißklebepistole hier anbauen. Und schon habt ihr ein funktionierendes MFX-Signal der dänischen Staatsbahn. Und jetzt schalten wir mal auf Rot. Jetzt ist er auf Rot, Grün. Ihr seht schon, funktioniert hervorragend. Das ist das Standard MFX-Signal von Märklin. Jetzt eben umgebaut auf Dänisch. Und das finde ich super als Idee für alle dänischen Anlagen. So, und wenn wir von da weiter gucken, seht ihr hier auch nochmal eine Verwendung des IGRA-Zauns und die 3-Euro-Packung umfasst genau das, was ihr hier seht, ein Zaun, der hier eben rumgeht, komplett, plus nochmal ein paar einzelne Zaunpfeiler. Das sind in Summe um die 50 cm, glaube ich, oder 40 cm. Hier habe ich das mal braun angemalt und wir fliegen jetzt mal hier wieder zurück an der Tankstelle. Das ist das Gleiche, auch losgehend hier in der Ecke, komplett hier einmal rum, einfach in dunkelgrün angemalt. Auch der Zaun von IGRA. Hier ein weiteres Gebäude von der Firma Danscale. Und dann haben wir hier hinten eigentlich nur noch ein Update. Ja, ich habe mir mal wieder ein paar Panzer gegönnt. 48842, wenn ihr das Video zu den Panzern von Märklin noch nicht kennt, ist jetzt hier oben für euch verlinkt. Hier sind jetzt neue dazugekommen. Erkennt man daran, dass ich die Antennen noch nicht angebaut habe. Ich habe Feedback von euch bekommen, dass die im Transport eben abgebaut bzw. eingeklappt werden. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Leopard 1A5 der dänischen Streitkräfte jetzt inzwischen. Und damit ist Fred Haun doch übermäßig stark gesichert. Und das war es tatsächlich jetzt als Update für heute erstmal von Fred Haun.
keine Riesensachen, aber zwei Sachen, die ich finde, die das Ganze nochmal wirklich weiterbringen. Das eine eben hier die dänischen Signale und dann die wirklich wunderbare Freileitung, mit der wir jetzt hier auch das Ganze nochmal für euch beenden, die eben hier wirklich komplett einmal lang geht. Und damit sind wir schon wieder am Ende mit dem Update aus Fredhauen für heute. Ich werde jetzt hier gleich noch ein paar Lokomotiven und Wagen auf den Schienen bewegen und wir sehen uns nächste Woche. Da gibt es ein Log-Review und zwar sprechen wir über die dänische Triebwagenreihe MRD. Das ist ein Derivat der DB-Baureihe 628, angepasst auf den dänischen Markt. Und da habe ich ein super cooles Modell für euch von der Firma MCK. Das war der zweite Platz von dem, was ihr euch gewünscht habt. Und damit machen wir als nächstes weiter. Bis dahin, wenn ihr noch nicht alle Videos hier auf dem Kanal kennt, habe ich euch hier nochmal zwei verlinkt. Und da oben findet ihr nochmal einen Abo-Button von mir. Also bis dann, macht's gut, ciao.